Ein herzliches Hallöle und willkommen zurück hier bei Satisfactory beim Bau des, um Gottes Willen, ja, doch irgendwie komplizierten Systems von Wirrwarr-Dingsbums. Freunde, hat nicht ganz geklappt, so wie ich mir das vorstelle, aber vielleicht kommen wir ja von hier aus, ja, wir kommen von hier aus einigermaßen gerade... gerade hoch. Wir nehmen das nochmal runter und staffeln das ein kleines bisschen. So, nämlich dahin. So. Genau. Und jetzt ziehen wir die Förderbrücke direkt hier rüber. Das müsste funktionieren. Und ja, Freunde, es funktioniert. Es funktioniert. Die Förderbrücke steht. Sozusagen. Und jetzt ist die Frage, ob wir hier nicht eine Rückführung machen. Am einfachsten wäre, wir machen hier eine Rückführung. Wir setzen hier nochmal einen Splitter. Ja, ich glaube schon. Sorry, wir wollen nochmal einen Splitter setzen, weil wenn wir die Kohle brauchen für Förderband-Splitter. Wir denn hier, ja, wir kommen hier auf jeden Fall oben hoch und ich möchte nämlich, wenn wir Stahlproduktion noch machen, in irgendeiner Art und Weise, und das müssen wir dann wahrscheinlich quasi hier rausführen, hier rum und dann hier lang und müssen dann quasi nochmal, hier nochmal eine Stahlproduktion aufziehen, irgendwie, sage ich jetzt einfach mal, dann werden wir nicht umzukommen. Da werden wir absolut nicht umzukommen, das in der Art und Weise zu machen. Vielleicht müssen wir hier sogar zumachen oder hier zumachen. Irgendwie müssen wir es hinkriegen. Kann man das überhaupt zumachen? Ja, ich glaube, man kann es zumachen. Und irgendwie werden wir das noch umstrukturieren. Okay, liebe Leute, liebe Freunde, 5 von diesen Kohlekraftwerken möchte ich jetzt bauen. Kohlegenerator. So, das machen wir jetzt. 5 Stück müssen hier. Es müssen hier irgendwie 5 Stück hin. Und ich möchte entsprechend ein bisschen Platz hier an der Seite lassen. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal was machen. Also eine Reling oder irgendwas in der Richtung. So. 1, Freunde. 2. 3. 4. Und jetzt fehlen uns genau noch. Genau, es fehlen uns 5 Radiatoren. Radiatoren. Drehungsmotoren. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dingern schimpft. Aber es fehlen uns davon 5. Und da sind sie. Fünf Stück, liebe Leute. 5 Stück. Genau, so 1, 2, 3, 4 und 5, Freunde. So. Und 5. Sehr cool. Jetzt brauchen wir natürlich an jeder Stelle noch so einen Splitter. Entsprechend. Bevor wir irgendwas anderes machen. Ich packe die Kohle hier schon mal rein. Denn die haben wir ja bereits. Dann wird das Inventar auch mal ein bisschen leerer. Genau. Genau.
So, ich hoffe, das reicht fürs Erste. Und ich hoffe, aber sowas von, Freunde. So, jetzt schalten wir die ganzen Hobel hier nochmal wieder ein, den wir ausgeschaltet haben. Den haben wir, glaube ich, ausgeschaltet. Genau. Und haben wir den auch ausgeschaltet? Ja, wir haben den auch ausgeschaltet. Und, ne, den haben wir eingeschaltet. Das ist auch in Ordnung. Den haben wir ausgeschaltet. Den schalten wir nochmal wieder mit zu. Und ich glaube, hier haben wir auch noch irgendwas mit ausgeschaltet. Genau, der ist auch noch aus. Haben wir da noch was ausgeschaltet? Nein. Haben wir den vielleicht noch ausgeschaltet? Nein. Es sollten eigentlich alle Sachen laufen jetzt. No power. Warum haben die denn keinen Strom? Die ganze ist quasi ohne Strom. Warum ist die ganze Linie ohne Strom? Wir haben doch hier alles verbunden. Ist doch da alles verbunden? Nee, haben wir nicht. Das macht voll Sinn. Jetzt funktioniert es. Jetzt läuft es. Und die haben wir nicht verbunden. Genau. So sieht es nämlich aus. 4, 4, 4. 4, 4, 4. Das macht ja gar keinen Sinn. So, jetzt haben wir alles verbunden. Jetzt läuft alles an. Und ich glaube auch, und die Stromversorgung, die ist da entsprechend gewährleistet. Wir schauen da gleich mal runter. Jetzt tun wir uns trotzdem nochmal die Consumption an. 97 von 250, teilweise steigend. Aber ich glaube, wir haben da, wir sind da ganz gut. Wir haben da ein ganz gutes Brett hingelegt. Ich glaube, das Cheat-Gedöns brauchen wir gar nicht. Wir setzen einfach nur so ein schribbeliges T-Stück, diesen hier, und dann sind wir gut. Ich denke schon, oder? Eigentlich brauchen wir das noch nicht mal mehr. Setzen einfach ein gerades Ding und einen Untergang. Ganz einfach. So, so einen alten gebe ich hier und dann einen von diesen Abgängen. Fertig. Thema erledigt. So, dann haben wir nämlich gleich einen schönen Durchgang hier. Wir haben Strom, es wird produziert. Ein Träumchen. Schauen wir nochmal, ob alle Strecken laufen. Ja, hier läuft alles, da läuft alles, hier wird produziert, hier werden die Stahlplatten produziert, hier sind auch schon wieder Stahlplatten im Vorrat, wenn man so wollen. Da wird auch, das staut sich ein bisschen auf, das ist auch gut so, denn wir brauchen ja quasi diese Stahlplatten, wenn wir so wollen. Und hier läuft alles seinen Gang. Sehr schön. Okay. Upsala. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich werde hier mal weiter hier entlang, da entlang, dort entlang. Direkt hier zwischen den Fabrikationseinheiten entlang. Also Arbeitssicherheit schreibe ich hier ganz, ganz groß. Genau, und da kommen schon die ersten zwei Rotoren, die nächsten zwei Rotoren. Es läuft hier wie am Schnürchen. Zumindest fürs Erste. Und, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir wollten da doch gar nicht hin. Wir wollen noch mit den Rotoren nach oben, oder? Wir haben doch gesagt, wir wollen da oben hin. Genau, da wollten wir auch hin. Das ist ja Schwachsinn, was wir hier gemacht haben. So, und wir müssen, wenn wir nach oben wollen, an das zweite Podest. Da wollen wir ran. Und nicht an das erste. Und von daher gehen wir einfach daran. Fertig. Und schon haben wir
unsere Sache fertig. Das läuft hier. Hier staut sich zwar ein bisschen auf. Ja, wir verteilen das, aber das reicht. Ja, es reicht völlig aus. Wir haben einen Fabrikator, der zurzeit nicht wirklich viel tut. Kann ich jetzt aber auch nicht, ja, was soll ich da machen? Das lassen wir mal stehen, wir lassen einfach mal da stehen. Das heißt, es ist ja auch nicht schlecht, da wir ja hier hinten quasi auch dann keinen Ressourcenmangel in dem Sinne haben. Es wird munter weiter gefördert. Wir haben hier hinten ein bisschen eine leichte Verknappung. Was wir eventuell durch schnellere Förderungseinrichtungen kompensieren könnten. Von daher bleibe ich da aber mal echt entspannt. Ja, es bleibt hier kontinuierlich, es läuft hier kontinuierlich und wir werden auch hier immer kontinuierlich Sachen rausfahren. Das läuft alles wunderbar. Ja. Hier kommen die Spulen, da hinten kommen die modularen Rahmen. Hoffe ich doch, dass die modularen Rahmen kommen. Wir schauen nochmal, hier kommt gerade nichts raus, aber das liegt an den verstärkten Eisenplatten, die hier rangefördert werden müssen. Das wiederum liegt oben an der Zuführung der Schrauben. Und die Zuführung der Schrauben, die können wir nur kompensieren, indem wir schnellere Fördereinrichtungen fördern, sozusagen. Und dafür müssten wir ja, einen Moment, wir schauen hier mal rein. Und zwar Logistik Mod 2 MK2 Förderband. Ja, ihr seht es, was wir dafür machen müssen. Und wir können theoretisch schon mal die Sachen sammeln. 20 Rotoren haben wir damit. Wir haben das Kupfer, wir haben das Kabel, wir haben eigentlich alles. Wir haben eigentlich alles. Da ist das Kabel. Wir haben das Kupfer. Moment. Haben wir das schon? Ich habe keine Ahnung, ob wir das schon können. Wir werden es einfach mal ausprobieren, oder? Wir werden es einfach mal ausprobieren, ob wir das da schon reinladen können. Genau, Logistik Meilenstein auswählen. Und ja, wir können das schon machen. Packen das da schon rein. So. 100 Cables. Wir haben 20 davon. Wir haben aber keine verstärkten Sachen. Da müssen wir noch drauf warten. Nee, da müssen wir nicht drauf warten. Absolut müssen wir da nicht drauf warten. Wir haben auf jeden Fall Kohle. Kohle packen wir jetzt sicherheitshalber einfach mal dahin. Und theoretisch können wir... Theoretisch können wir Schrauben herstellen und wir haben die Platten. Wir können das alles manuell herstellen, außer die Rotoren. Da haben wir aber auch nochmal 15 Stück hier. So, da fehlen dann genau noch 3. Die haben wir aber auch. Wir ziehen uns einfach nochmal 3 raus da aus der ganzen Nummer. So, 3 Stück. 4, okay, kein Thema. Können wir auch mit leben. So, 4 von der Sorte, einer bleibt übrig und dann versuchen wir mal verstärkte Stahlplatten herzustellen. Dazu müssen wir aber erstmal Eisenplatten noch weiter herstellen. Dafür haben wir das Eisenerz, wenn wir so wollen. Das werden wir mal komplett verarbeiten. Das ist auch in Ordnung so. Dann sind wir damit durch. Dann stellen wir die Stahlplatten her. Die Schrauben müssten eigentlich reichen. Da haben wir, können wir 1000 herstellen, wenn wir so wollen. Schauen wir mal, wie weit wir mit den Stahlplatten kommen. Aber das sieht gut aus. 20 Stück, meine lieben Freunde. Wir stellen 20 der verstärkten Eisenplatten her. Den verstärkten Stahlplatten her. Sehr gut. So, laden wir das Ding mal voll. Wo sind sie? Da sind sie. Zack. Und ab dafür, liebe Freunde. So, Logistik Mod 2. Das haben wir geschafft. Und auch dafür brauchen wir pro Förderband ein verstärktes Stahlband, wenn wir so wollen.
können wir nicht, weil wir keine Stahlplatten mehr haben, aber auch die Stahlplatten mal bei. Ich will wenigstens jetzt noch einmal in dieser Folge den Rest tunen. Vielleicht wird die Folge auch etwas kürzer, liebe Freunde. Muss mir gleich mal überlegen. Wie wir das am besten organisieren. So, Schreibchen brauchen wir noch. Stellen wir mal aus den Sachen, die wir haben, mal entsprechende Sachen her. Und zwar Schrauben, 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 Schrauben. Ja, so, wir haben mal 22 verstärkte Stahlplatten. Die werden wir jetzt herstellen, damit wir oben die zwei Förderbänder sozusagen. Oder drei Förderbänder oder was ist, damit wir oben die Schraubenproduktion ein bisschen mehr ankurbeln. Das liegt mir jetzt noch am Herzen. Das möchte ich ganz gerne auch fertig bekommen. So. 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 Und es liegt. Woran liegt es? Genau, es liegt hier an diesen Förderbändern. Daran müsste es liegen. Genau, also das bedeutet, wir ersetzen diese Förderbänder, indem wir MK2 Förderbänder nehmen. Ach so, nice. Das geht auch so. Ah, nein. Zu wenig Eisenplatten. Zu wenig Eisenplatten. Wir brauchen mehr Eisenplatten. Wir müssen mehr Eisenplatten herstellen. Freunde, das machen wir jetzt in dieser Folge. Ist das auf jeden Fall noch fertig? Das möchte ich auf jeden Fall noch tun. Dazu brauchen wir Stänge, um Schrauben herzustellen. Und wir müssen... Achso, wir haben ja eigentlich noch Eisenplatten, ne? Aber wir stellen nochmal... Ziehen nochmal einmal 100... Upsala, entschuldigt bitte. Genau, das machen wir auf jeden Fall nochmal eben ganz kurz. Speichern, liebe Leute. Da habe ich ja völlig drüber wegphilosophiert. Speichern ist immer eine ganz tolle Sache. Die sollte man zwischendurch mal tun. Hat Eisenstange kann ich herstellen? Dann machen wir nochmal eine Eisenstange. So, wir haben die Schraubische. Dann stellen wir mal Schrauben her. Aus den Röhrchen. Ja. Sieht soweit, glaube ich, ganz gut aus. Machen wir mal 40 von den verstärkten Eisenplatten. Tolle Sache. Tolle Sache, das mit diesen Eisenplatten. So, und dann schauen wir mal, was, ob es abnimmt quasi. Ich glaube, es nimmt ab, es wird abnehmen in den Ressourcen. Dann können wir vielleicht nochmal die Schraubenproduktion mit den beiden Stiften da pumpen, aufpimpen. Strom sollte dafür ausreichen. Und ja, los geht's. Nochmal schnell nach oben. Nochmal schnell schauen. Achso, jetzt haben wir das nicht. Okay, ich müsste mir mal überlegen, ob ich... So.
So, Leute. Jetzt nimmt das aber ganz andere Gesichtszüge hier, wollte ich gerade sagen. Das hält sich hier. Sieht gut aus. Und wir haben hier... Oh ja, wir können uns an Schrauben quasi erstmal gar nicht retten. Wollen wir mal schauen, wie sich das verhält. Die Produktion ist fertig und dann haben wir schon wieder Schrauben drinne. Ja. Und das sieht gut aus, Leute. Das sieht echt gut aus. Hier ist doch dann wahrscheinlich dasselbe Thema, oder? Ja, hier ist dasselbe Thema. Die Frage an sich ist, überladen wir oder überladen wir nicht? Im Grunde nicht. Im Grunde nicht. Die Schrauben kommen schneller, die Platten kommen auch schneller. Das sieht alles gut aus. Ja, wir können zwar pimpen, aber das macht keinen Sinn. Denn das macht halt keinen Sinn. Okay, Freunde, was wäre das nächste Projekt? Lasst uns mal kurz überlegen. Das nächste Projekt wäre doch... Schauen wir mal rein, Rezepte. Wir bräuchten Stahlbeam und Stahlrohre. Und dazu brauchen wir... Gucken wir mal in die Herstellung. Ist das der Schmelzer, müsste das sein. Schauen wir mal kurz in den Schmelzer. Müssten wir... Nein, können wir nicht. Wir brauchen Eisen. Moment, das stimmt nicht. Ich rede ja Quatsch. Wir bräuchten eine Gießerei. Eine Gießerei bräuchten wir. Denn in der Gießerei, keine Ahnung, was wir in der Gießerei haben. Wir werden jetzt noch eine Sache, genau, das machen wir jetzt nochmal. Wir haben noch die paar Minuten, haben wir noch. Wir müssen haben dieses Stahlrohr und diesen Beam, also dieses Fundament sozusagen. Dann schauen wir mal runter, was wir fürs Fundament brauchen. Eins weiß ich, was wir brauchen, auf jeden Fall Kohle. Da ist eine Versetzung drin. Eine Versetzung drin, wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Machen wir jetzt so Kohle im Endeffekt. So. Dann schauen wir nochmal 55 Kohle. Dann brauchen wir Eisenbarren, richtig? Wir brauchen noch Eisenbarren. Dann holen wir uns nochmal ein bisschen Eisenbarren. Und dann können wir, glaube ich, diese Stahlkohle herstellen. Und den Rest an Komponenten müssen wir uns halt zusammenklauen. Das ist dann so. Ja. So. Wir haben das, das, das. Wir haben hier. Wir haben. Oh, Entschuldigung. Nein. Ich glaube, unten ist sogar noch ein bisschen mehr. Ja, hier steht auf jeden Fall noch ein bisschen was rum. Haben wir 100 Stück. Das ist okay. Hätten wir auch wahrscheinlich oben auch machen können. Habe ich ein bisschen gepennt, bin ich ja ganz ehrlich. So, und da bin ich mal gespannt, was wir alles benötigen. Vielleicht haben wir das alles schon auch im Petto. Wir wollen jetzt herstellen. So, wir wollen herstellen. Stahlbeam. Ne, wollen wir nicht. Wir wollen Eisenbarren herstellen, richtig? Ne, wollen wir auch nicht. Wir wollen was anderes herstellen. Wir wollen Stahlbarren herstellen. Und dazu brauchen wir... Ach, wir brauchen Eisenerz. Freunde, wir brauchen Eisenerz. Das macht ja dann mal Sinn, dass ich so viel Scheiße gerade eingesammelt habe.
So. Eine kleine Lücke in die Produktion ziehen. Das sollte man normalerweise nicht machen, aber wir machen das natürlich. So. Und weg damit. So, Stahlbarren. So, immer mal Stahlbarren herstellen. Nummer 2, das ist cool. Das ist geil. So. Das werden wir jetzt aufbauen, zumindest ein bisschen Kohle weg ist. Jawohl, die Kohle ist weg. Dann, was wollen wir herstellen? Wir brauchen Stahlbeam, weil wir Embrest machen wollen, genau. Mal den Stahlbeam herstellen, so, und dann nehmen wir den Embrestbeam. Da haben wir jetzt wie viel hergestellt? Ich sehe es nicht. Wo haben wir es hergestellt, Freunde? Ich sehe es nicht. Da haben wir 3 Stück hergestellt. Was brauchten wir jetzt für die Gießerei? Brauchten wir... Ja, 3 Stück. Und wir brauchen 14 von diesen Röhrchen, von den Stahlrohren. Dazu brauchen wir einfach nur Stahlbarren. Und aus Stahlbarren brauchen wir... Mein Gott, das ist aber... Bin ich ja total durcheinander, Freunde. Kohle. Wir brauchen noch mehr Kohle. Und wir brauchen noch mehr Erz. Eisenerz, alles was wir kriegen können, von da oben noch ein bisschen Kohle und dann schauen wir einfach mal, was wir in der Gießerei so herstellen können. Das ist jetzt ein bisschen Handarbeit, zumindest zum Ende hin jetzt ein bisschen Handarbeit und mit diesen neuen Erkenntnissen müssen wir dann quasi nochmal baden gehen, in Anführungsstrichen. Weiter geht's. Dip, 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 dip. Und ja, ich sehe es, die Rotoren, die laufen. Das läuft alles traumhaft quasi. So, Stahlrohre braucht erstmal Stahlbarren. Wie viel Stahlrohre, das ist egal, ne? Also Stahlbarren. 14 Stahlrohre brauchen wir. Ich glaube 14. Genau, 14 Stahlrohre gibt es dann daraus. Und ich glaube, jetzt können wir die Gießerei, ja, jetzt können wir die Gießerei bauen. Und wir stellen sie einfach mal oben quer rein zum Abschluss der Folge und schauen, was man da so alles draus bumpern kann. Mal ein bisschen bumpern können. So, und das hätten wir quasi. Schauen wir in die Gießerei rein. Und in der Gießerei können wir, ja, was erwarten wir? Wir können natürlich Stahlbahnen herstellen. Logischerweise, dafür brauchen wir 3 Erze und 3 Kohle. Das ist gut. Und dazu brauchen wir die Kohle, haben wir quasi. Wir werden uns noch eine Erzgeschichte hier nochmal aufbauen, in Anführungsstrichen. Und werden gucken, dass wir eine alternative Erzgeschichte nochmal aufbauen, dass wir die quasi herziehen. So, das passt alles perfekt. Mein Headset gibt, glaube ich, gleich den Geist auf. Das hat sich schon gemeldet. Der Strom ist fast alle. Und von daher alles tutti, alles juti. Das heißt, wir brauchen eine Gießerei und dann brauchen wir wahrscheinlich Konstruktoren. Ja, damit wir das herstellen können. Und in der Manufaktur, glaube ich, sogar könnte es sein, dass wir dann aus den Stahlrohren und den Dings wahrscheinlich auch den Beam herstellen können. Ja, da können wir den Embrest, die Embrest-Geschichte machen. Hier können wir auch Statoren herstellen. Und die Motoren bauen wir aus Statoren und Rotoren und Freunde, was für eine Produktionskette. Ja, trotz alledem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da gerne auch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare. Und abschließend davon machen wir nochmal ein traumhaftes Bild. Bauen nochmal diesen Observationsturm auf. Wo ist er? Ne, ist der Strommast. Ja, Beobachtungsturm. Wir werden nochmal den Beobachtungsturm aufbauen.
Und das ist ein bestimmter Grund, denn ich möchte noch ein schönes Bild von unserem Kohlekraftwerk einfangen. Das ist ja quasi das, was wir sozusagen zum Schluss hier nochmal gefangen haben. Und damit, Freunde, verabschiede ich mich. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Satisfactory hier auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.